In einem Atomkraftwerk werden Atomkerne gespalten, um Energie zu gewinnen. Dazu wird angereichertes Uran verwendet. Erst wenn sich die Urankerne der Brennstäbe in der Brennkammer gegenseitig anregen, kommt es im Reaktor zu einer kontrollierten Kettenreaktion. Dabei zerfällt das Uran in verschiedene Spaltprodukte, die alle hochradioaktiv sind. Dabei entsteht auch Plutonium. Bei diesem Prozess wird extrem viel Energie freigesetzt, die das Wasser im Reaktorbehälter aufheizt. Der Siedewasserreaktor in Fukushima ist vergleichsweise einfach aufgebaut. Der Reaktor ist von einem kastenförmigen Gebäude umgeben. Das durch die Kernspaltung erhitzte Wasser treibt direkt die Turbinen an. Daher sind im Wasserdampfkreislauf stets auch radioaktive Spaltprodukte zu finden. Nach dem Erdbeben ereignete sich am Samstag im Block 1 des Kraftwerks eine Explosion. Was ist geschehen? In Fukushima wurden nach dem Erdbeben sofort die sogenannten Steuerstäbe zwischen die Brennstäbe gefahren. Ein Automatismus, der die Kettenreaktion stoppt. Doch die Spaltprodukte in den Brennstäben zerfallen auch noch ohne weitere Anregung und heizen den Reaktor auf. Hochexplosiver Wasserstoff spaltete sich ab und gelangte über Notventile in das Reaktorgebäude. Hier reicht ein kleiner Funke, um eine Explosion auszulösen. Dies ist vermutlich auch am Montag in Block 3 passiert. Die Explosion hat das äußere Gebäude weggerissen. Die Radioaktivität in der Umgebung ist steil angestiegen. Was im Inneren des Kraftwerks passiert ist, weiß niemand. Denn ein Betreten des Blocks ist durch die Temperatur und die erhöhte Strahlung unmöglich geworden. Während sich die Brennstäbe ohne Kühlung immer weiter aufheizen, verwandelt sich mehr und mehr Wasser in Wasserdampf. Der Reaktorbehälter droht durch den extremen Druck zu bersten. Durch ein Notventil entweicht Wasserdampf. Die Hitze aber hat erste Brennstäbe beschädigt und radioaktive Elemente in das Kühlwasser geschwemmt. Dadurch enthält der Dampf radioaktive Stoffe, die nun in die Umwelt gelangen. Mehrmals stiegen in den letzten Tagen weiße Dampfwolken aus den Reaktorblöcken auf. Block 2 sieht auf diesen Bildern unbeschädigt aus, doch die Gefahr droht im Inneren. Bekommt die Mannschaft die Kühlung nicht schnell wieder in den Griff, könnte sich folgendes Szenario abspielen. Immer mehr Wasser verdampft, die Brennstäbe liegen zunehmend frei. Die Spaltprodukte heizen den Kessel immer weiter an, bis bei 2000 Grad die Brennstäbe zerschmelzen und auf den Boden des Kessels tropfen. Dann könnte die komplette Kernschmelze einsetzen und das Schicksal des Reaktors besiegeln. Bei 2800 Grad wird sich die glühende Schmelze wie ein Schweißbrenner durch den Stahlboden des Reaktordruckbehälters fressen und in die 2 Meter dicke Betonschicht unter dem Reaktor dringen. Damit wäre die Verbindung zur Außenwelt, die man unter allen Umständen verhindern will, hergestellt. Die gesamte Radioaktivität des Reaktors würde in die Umwelt gelangen. Das wäre der Super-GAU.